Jerusalem wurde in der vergangenen Woche der Yom Yerushalayim, der Jerusalem-Tag, gefeiert. An diesem Tag feiern die Israelis, dass die Stadt wiedervereint ist. Für sie ist die Stadt die wiedervereinte ewige Hauptstadt. Wiedervereint dadurch, dass die Israelis 1967 im Sechstagekrieg den Ostteil der Stadt erobert haben und damit auch die heiligen Stätten des Judentums, die Klagemauer, den Tempelberg. Für die Muslime ist Jerusalem die drittheiligste Stadt nach Mekka und Medina. Für die Juden eben die heiligste Stadt, denn auf dem Tempelberg standen die beiden jüdischen Tempel bis zur Zerstörung des zweiten Tempels 70 nach Christus. Heute stehen dort die Al-Aqsa-Moschee und der Felsendom, Heiligtümer der Muslime. Und die Muslime glauben, dass vom Tempelberg aus Mohammed, ihr Prophet, in den Himmel aufgestiegen ist. Am Yom Yerushalayim wird also, wie eigentlich sonst auch, um die Vormacht in Jerusalem gekämpft. Und wie das ausschaut, das wollen wir Ihnen heute mal zeigen. Den ganzen Tag über marschieren Hunderte, Jahrtausende durch die Stadt, um zu feiern. Es sind überwiegend junge Menschen, überwiegend religiöse und politisch eher rechtsgerichtete Israelis, die die Wiedervereinigung der Stadt vor 44 Jahren feiern. Für sie steht fest, Jerusalem ist und bleibt die ewige Hauptstadt des jüdischen Volkes und darf nie wieder geteilt werden. Das ist die Stadt unserer Vorväter, voller Traditionen und voller Generationen von Juden, die hier tief verankert sind. Ich bin froh, dass die Stadt befreit und nun unser ist. Aber hier lebt doch noch ein anderes Volk. Was sagst du dazu? Von hinten ruft einer, die sollen sterben. Das andere Volk kann hier leben, aber es soll sich in nichts einmischen, was mit unserer Religion zu tun hat. Auch die Mädchen feiern, getrennt von den Jungs, wie sich das für fromme Jüdinnen gehört. Über die arabischen Bewohner der Stadt und die arabischen Stadtteile macht man sich nicht zu viel Gedanken. Ich sehe hier keine Siedlungen. Ich sehe hier Häuser in Jerusalem, im Staate Israel. Ich sehe hier nichts, was den Arabern gehört. Das ist mein Land, meine Hauptstadt, die Hauptstadt des jüdischen Volkes. Das sollte auf keinen Fall palästinensisches Territorium sein. Dieses Territorium gehört mir, meinem Land, den Juden. Die Palästinenser von Ost-Jerusalem sind an diesem Tag Zaungäste. Sie beobachten die Feiern und verhalten sich ruhig und besonnen. Ich müsste jetzt heimgehen, aber man sagte mir, dass ich das jetzt nicht könne, erst in 2-3 Stunden. Das ist doch falsch, es ist falsch. Also sitze ich ruhig und warte. Aber viele Israelis hier sind nicht okay. Sie brüllen uns an, machen Probleme. Ich will keine Probleme. Viele Juden sind vernünftig und wir sind es auch. Das ist hier doch alles Schwachsinn. Wir sind alle Brüder, sollten Hand in Hand gehen. Aber dann machen wir etwas falsch oder sie machen etwas falsch. Genug. Wir arbeiten mit den Juden zusammen, die Juden arbeiten mit uns zusammen. Warum machen diese Jugendlichen das? Und dann können wir beobachten, wie einige jüdische Jugendliche sich furchtbar darüber aufregen, dass eine Jüdin sich auf die Seite der Palästinenser stellt, um zu zeigen, dass sie mit ihnen solidarisch ist. Schließlich ziehen die frommen Jugendlichen durch das Damaskustor und den arabischen Teil des Schucks hinein in die Altstadt. Dort wird weiter gefeiert und getanzt. Und schließlich beginnen diese religiösen Fanatiker, Lieder zu singen, die die Muslime provozieren sollen. Sie singen: Mohammed ist tot, Mohammed ist tot. Sie können von Glück sagen, dass die israelische Polizei sie beschützen muss.